Seitdem ich hier vor 8 Jahren bei Syngenta angefangen habe, wurden mittlerweile fast 20 Millionen Euro hier am Standort in modernste Technik investiert, sei es auf dem Feld oder in unsere Saatgutaufbereitungsanlagen. Wir bearbeiten hier ein riesiges Sortenportfolio von fast 120 Sorten. Und da müssen wir während des ganzen Prozessschrittes gewährleisten, dass die Anlagen kornrein arbeiten. Das Besondere unserer Saatgutaufbereitungsanlagen ist, dass der Fokus auf absoluter Qualität liegt. Im Vergleich zu großen Anlagen haben wir keine Silos. Wir arbeiten mit reiner Kistenlagerung, weil Kisten sich 100% säubern lassen. Wir haben besondere Fördertechnik, wir arbeiten mit einer pneumatischen Fördertechnik und jedes Reinigungsaggregat ist frei zugänglich, um wirklich eine kornreine Säuberung zu gewährleisten. Neben dem Qualitätsaspekt ist der große Vorteil, dass wir das Saatgut hier in Bad Salzuflen produzieren, dass wir wirklich kurze Lieferwege zu unseren Kunden auch in Deutschland gewährleisten können. Bei der Beizung arbeiten wir mit dem reinen Konzentrat als Beizmittel. Dies hat den Vorteil, dass der Anwender mit der Beize kaum noch in Kontakt kommt und auch keine Restmengen in Form von Beizbrühe übrig bleiben. Das Beizmittel wird direkt im Beizer auf das Korn appliziert. Unser Labor hier am Standort ist dabei für die Analyse von Keimfähigkeiten und 1000 Korngewichten verantwortlich. Neben Getreide- und Gemüseerbsen sind unsere Aufbereitungsanlagen hier am Standort Seedguard zertifiziert. Diese Zertifizierung dient der Sicherstellung des Umwelt- und Gesundheitsschutzes während des gesamten Beizprozesses. Unsere Anforderung bei Syngenta ist es, Saatgut zu produzieren, was über den geforderten gesetzlichen Standards liegt, um wirklich dem Kunden die bestmögliche Qualität zu bieten.